Himmel Landshut, tausend Landshut. So klingt es zur 40. Aufführung der Landshuter Hochzeit. Der Verein Die Förderer als Veranstalter durfte sich nach einem verregneten Auftakt am vorigen Wochenende über einen Premierenfestumzug am Sonntag nach Maas freuen. Kaiserwetter und knapp 100.000 jubelnde Zuschauer. Perfekt. Also es ist wirklich für uns die beste Werbung, die man sich wünschen kann. Besonders im Blickpunkt das Hochzeitspaar. Herzog Georg der Reiche von Bayern-Landshut und die polnische Königstochter Hedwig. Heuer dargestellt von Ferdinand Schosser und Veronika Hertel. Der goldene Wagen der Braut, der von 8 Norikern gezogen wird, ist neu bei dieser Aufführung. 100.000 Euro hat die Umgestaltung des alten Brautwagens gekostet. Endlich hat auch die Burg Trausnitz, Landshuter Wahrzeichen und lange Jahre Herrschersitz der Wittelsbacher, ihre eigene Veranstaltung im Reigen der Landshuter Hochzeit bekommen. Die Fechtschule auf der Schwedenwiese. Hier wird nachgestellt, wie eine Lehrstunde zu Hofe ausgesehen haben könnte, mit echten Waffen und ohne feste Choreografie. Die Waffe ist dann nicht gefährlich, wenn man sie beherrschen kann. Sicher, in den Hand eines Ungeübten, auf jeden Fall. Aber die wissen alle, was sie da zu tun haben und sie haben lange genug geübt. Also von daher haben wir keine große Gefahr bei uns. Noch bis zum 21. Juli dauert das mittelalterliche Spektakulum zu Landshut. Und mit den ersten beiden Wochenenden sind die Veranstalter durchaus zufrieden. Himmel Landshut, tausend Landshut, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Und dass es bisher alles gut vorübergegangen ist, ohne Unfall und so weiter. Und die Begeisterung vor allen Dingen auf sämtliche Besucher übergesprungen ist. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.